In Löberost waren diese Woche wieder Abrissarbeiten im Gange. Die vorläufig letzten. An der Mozartstraße 7 bis 17 wurde der Block nun endgültig platt gemacht, nachdem vor ein paar Wochen grüne Vögel diesen Abriss stoppten. Die stadteigene Wohnungsverwaltung und Bau GmbH, die WOBA, hatte den Abriss des Wohnblocks beantragt. Das war ein Block mit dem höchsten Leerstand in der letzten Zeit. Seit 2016 wird der Löberost zurückgebaut. Die WOBA ließ bereits mehrere Blöcke in dem Wohngebiet unterhalb des Löberberges abreißen. Grund war und ist der zunehmende Leerstand in den vergangenen Jahren seit der Wende. Dadurch wird der Erhalt der Wohnungen unwirtschaftlich. Für die verbleibenden letzten Bewohner soll das Wohngebiet damit auch attraktiver werden. Vor mittlerweile über 40 Jahren hatte in Löberost die letzte und gleichzeitig größte Baumaßnahme begonnen, um Wohnraum zu schaffen. Der wurde damals auch dringend benötigt. Die Bauarbeiten hatten 1981 auf den Feldern des ehemaligen Löber Stadtgutes zwischen Vorwerkstraße und Beethovenstraße am Löberberg begonnen. Das Vorhaben war ein Bestandteil des DDR-Wohnungsbauprogrammes.
Thank you.
Thank you.